Live aus der Kiez-Attraktion Das Verlies. Hamburgs fesselnde Fußball-Talkshow mit Kiez-Legende Kalle Schwensen und Moderator Niklas Heiden. Heute mit prominenten Gästen wie Markus Walek, Seamus Azug und Marinos Bester. MyBet.eu präsentiert Ihnen Kalles Halbzeit im Verlies. Okay, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße alle Gäste hier im Verlies und natürlich die an den Monitoren im Internet. Ich begrüße euch zur mittlerweile 17. Sendung in Folge von Kalles Halbzeit im Verlies. Und wir haben natürlich neben unserem Co-Moderator Niklas Heiden, der hier ist. Hallo, mein lieber Niklas. Und haben wir natürlich auch interessante Gäste. Und die möchte ich euch nicht lange vorenthalten. Und begrüße erstmal unsere bezaubernde Nadine. Bringen wir uns unseren ersten Gast. Markus Walek. Markus, Applaus, Applaus, Applaus. Oh je, yeah. Die so große Fangemeinde hier. Das ist auch festgemacht. Ja, und jetzt sehen wir die entzückende Rückseite von unserer Nadine. Ja. Diese ganze MeToo-Debatte geht mir sowas auf den Sack, so sage ich euch so. Bei mir läuft das nur wie die Besetzungscouch. So, wir fangen gleich mal an hier. Markus, wie fühlt man sich als frischgebackener Pokalsieger? Ja, sehr gut. Also ich glaube, das war für mich eine sehr besondere Woche. Aufgrund dessen, dass ich ja auch am Tag vorher Vater geworden bin. Genau. Und Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Dankeschön. Und dann sozusagen am Samstag den fußballerischen Höhepunkt mit dem Pokalfinale gegen die Norderstedt erleben durfte. Und ich glaube, es war was ganz Besonderes. Und ich glaube, jeder, der Fußball spielt und jeder, der so ambitioniert dabei ist, freut sich dann so einen Titel mitzunehmen. War es ja auch gerade erst mal ein halbes Jahr am Amt, ne? Also kann man ja auch mal machen, irgendwie im Winter kommen und dann Titel nehmen. Ja, wenn man überlegt, dass man eigentlich mit meinem Ex-Verein Süderelbe in der ersten Runde ausgeschieden ist, aber am Ende trotzdem den Pokal hochhält, ist es schon gut. So kann man gehen. Machen. Dafür hat es in der Liga dieses Jahr nicht so ganz geklappt. Gab ja immer wieder so ein Formhoch und dann auch mal wieder ein sehr großes Formtief. Das ist ja eigentlich eher ungewöhnlich für Dassendorf. Trauert man am Wendelweg so ein bisschen dem hinterher, dass man die Meisterschaft dieses Jahr nicht geholt hat und nur den Pokalsieg? Also ich glaube, dass man mit dem Pokalsieg auf jeden Fall die Wunden ein bisschen geglättet hat. Aber ich denke schon, dass man, wenn man fünfmal in Folge... Sechs? Das von Riesu? Oder? Wovon redest du? Fünf Meisterschaften? Ja, fünf. Es sind fünf. Also fünfmal. Noch haben sie Viktoria nicht überholt. Viktoria hat noch sechs und führt damit. Denke ich auf jeden Fall, dass das eine Zielsetzung war, der Verein auch vielleicht auch vorausgesetzt hat. Aber die Umstände waren dann ja auch anders. Wir haben das auch irgendwann mal übernommen mitten in der Saison und im 21. Spieltag. Mhm. Das ist dann auch immer schwierig, ohne eine Vorbereitung komplett eine Mannschaft zu formen, die Idee des Trainers umzusetzen. Und da hat man auch gemerkt bei den einen oder anderen Spielen, dass es dann auch bei uns einfach noch nicht ganz gepasst hat. War das auch so ein bisschen der Grund, dass ihr im Prinzip, oder dass durch diesen Trainerwechsel und das späte Zusammenkommen, dass ihr im Prinzip ja der ganzen Saison so ein bisschen der Musik hinterhergelaufen seid? Also ja, nicht dieses typische Dassendorf, dieses wir gehen auf den Platz und eigentlich hast du schon vorher das Gefühl, hier hat eigentlich heute keiner eine Chance zu gewinnen. Ja. Du kannst es ja aus zweierlei Sicht beurteilen, weil du hast sie ja durchaus nun als Co-Trainer erlebt, aber sowohl in der Hinrunde ja auch noch als Cheftrainer einer anderen Mannschaft. Also es ist natürlich so, dass es natürlich Dassendorf dieses Jahr angreifbar war. Das braucht man auch nicht leugnen. Und ich glaube, das haben dann auch irgendwann mal die Teams dann auch gemerkt. Und gerade, man muss ja auch sagen, gerade Altona, die das dann in der Rückserie auch sehr seriös gemacht haben und professionell auch ihre Punkte eingefahren haben, obwohl wir auch unsere Punkte eingefahren haben, nie geschwächelt haben. Und wenn sie mal geschwächelt haben, ja, haben wir leider auch geschwächelt und somit ist der Punkte oder die Ausbeute immer sehr groß gewesen und umso schwieriger für uns dann irgendwann mal ranzurücken. Dennoch denke ich, wenn man jetzt überlegt, dass sie mit 78 Punkten die Saison beendet hatten und wir mit 71, dass wir vielleicht das ein oder andere Ergebnis zu Hause, gerade gegen Süderelbe Niendorf und das Spiel allein schon gegen Buchholz,
ja, die Punkte eigentlich drin wären. Mhm. Aber da muss auch vieles passen und so ist das mal eine Saison, dass dann auch mal nicht alles für einen läuft. Und diese Saison haben wir jetzt mit Dassendorf erlebt, gerade in der Liga. Aber umso schöner war es dann auch wirklich dann am 25. dann trotzdem den Pokal hochzuhalten und wenigstens einen Pott zu holen. Lass uns darauf nochmal zurückkommen auf diesen Pokal. Erste Halbzeit war ja nicht so erfrischend. Was habt ihr denen mitgegeben in der zweiten Halbzeit, dass sie rauskamen, wie ausgetauscht möchte ich nicht sagen, aber voller Elan und irgendwie trotzdem siegesgewiss, ganz zu sprechen von dem Tor in der, glaube ich, 93. Minute war das gewesen, und wo alle schon damit dachten, es geht in die Verlängerung, nur ich, habe gesagt, weil ich hatte einen Anruf gekriegt, musste dringend weg, also jetzt muss noch ein Tor rein, ich habe keine Zeit für die Verlängerung. Hat geklappt. Die ARD hat wahrscheinlich auch schon geschwitzt. Ja. Verlängerung wäre eng geworden mit der Formel E. Also erzähl, was habt ihr in der Halbzeit? Was gab es da an? Also grundsätzlich haben wir eigentlich schon mitten der ersten Halbzeit umgestellt. Ich glaube, das hat schon gut gefruchtet, dass wir halt Macho mehr auf die rechte Seite verlagert haben, dass die starke linke Seite von Norderstedt dann sozusagen ein bisschen abgebremst wurde. Dadurch hatten wir den Spielfluss von Norderstedt ein bisschen unterbrochen, sind dann auch höher angelaufen, hatten dann auch unsere Möglichkeiten. Aber wir haben uns dann einfach auch in der Kabine gesagt, wir haben nichts mehr zu verlieren. Die können nur noch verlieren. Und wir haben dann gesagt, dass wir jetzt alles raushauen wollen, dass wir höher angreifen wollen, dass wir einfach wieder präsent sein wollen und Tormöglichkeiten erarbeiten. Und wenn wir die haben, werden wir die auch nutzen. Und das hat auch gut geklappt. Ich glaube auch, dass wir relativ sicher standen. Und ja, in der 93. das Siegtor zu machen, ist dann halt noch ja, viel schöner oder... Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jeden Betreuer, jeden Funktionär, jeden Auswechselspieler einen Sprint gesehen über 70 Meter zu Kutschi und wir haben alle gefeuert. Ich hätte zum Beispiel nicht mehr gedacht, dass Jan Schönteich diesen Sprint noch schafft. Ja. Das sah kurz vor Muskelfaseres aus. Ja, da, wir haben auch kurz mal zwischenzeitlich rüber geguckt, ob er nochmal tief durchatmen musste. Und, aber ja, das war wahrscheinlich der schnellste Sprint seiner Karriere, ehrlicherweise. Ja, ich glaube aber auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich auch schon ein bisschen fokussiert auf die Verlängerung. Wie gehen wir das da an? Was für eine Einwechslung können wir noch machen, um das Spiel vielleicht noch besser zu gestalten. Da bist du als Trainer vielleicht immer noch einen Schritt weiter. Aber dass er so einen Hammer raushaut und aus diesem, ich finde, schon schwierigen Ball aus der Drehung ihn dann auch so präzise reinmacht, war dann für uns umso glücklicher. Und natürlich haben wir uns die Freude, war dann nicht mehr zu bremsen. Mhm. Kommen wir zur Liga nochmal kurz zurück. Ich musste eben dran denken, weil du es eben sagtest. Es gab ja ein Spiel, wo ich im Vorfeld auf die Aufstellung geguckt habe und habe gedacht, ob das so schlau ist, wenn das mal nicht nach hinten losgeht. So, jetzt kannst du vielleicht ahnen, welches Spiel das war. Das war euer Heimspiel gegen Süderelbe. So, würdest du es jetzt im Nachhinein sagen, wie doof konnten wir eigentlich sein? Also viel besser hätte man Süderelbe ja gar nicht motivieren können, oder? Als dich... Boah, oh, Kalle, das kostet. Unmöglich, ja. Alter Schwede. Ja, das ist ja ein Ding, du. Ja, das ist ja ein Ding. Als sich genau in der Woche vor dem Spiel da hinzusetzen, ging ja dann auch prompt in die Hose. Ja, man muss es sagen, im Endeffekt kann man das so auslegen. Ich glaube auch, dass Süderelbe natürlich motiviert war. Mhm. Und dass dann auch gerade Dassendorf dann auch zeigen wollte. Aber wenn man den Spielverlauf gesehen hat und ich glaube, wir hatten gefühlt 90% oder 80% Ballbesitz. Mhm. Ich kann mich nur an eine Torschance erinnern, die sie dann alleine rausgespielt haben. Und das war 90. Plus, wo wir dann irgendwann mal aufgemacht haben. Es war dann einfach ein unglücklicher Tag für uns. Mhm. Also das Tor haben wir denen einfach geschenkt. Und die haben dann einfach um ihr Leben gekämpft und gemauert und wir haben da einfach keine Lösung gefunden. Und wir hatten auch viele Tormöglichkeiten, um dieses Ergebnis so zu gestalten, dass wir alle zufrieden sind. Mhm. Aber es war dann auch wirklich so, was ich dann ja auch meine, dass es auch vielleicht in der Saison auch einfach dieses Glück ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Und der Ball dann gegen den Pfosten hobbelt oder an dem Torwart vorbei hobbelt oder wie auch immer, aber nicht im Netz landet, was man vielleicht bei Dassendorf früher kannte und einfach souverän die Tore erzielt hätte. Aber jetzt nachhinein kann man natürlich sagen, hätte man vielleicht bis Montag gewartet, wäre es vielleicht schlauer gewesen, aber dann hätten wir vielleicht sie auch nicht geschlagen. Mhm. Also das weiß man ja immer nicht. Nee, das stimmt natürlich. Wenn wir schon beim Thema Süderelbe sind, dann müssen wir natürlich, kommen wir leider nicht drum rum, auf das doch relativ abrupte Ende
zu sprechen kommen. Jetzt hast du ja ein paar Monate Abstand, hast inzwischen auch einen neuen Verein. Wie blickst du jetzt da drauf? Also grundsätzlich Süderelbe immer ein Verein gewesen, den ich sehr geschätzt habe und auch immer noch schätze. Ich hatte da tolle Jahre, bin seit 2012 da als Spieler auch aufgestiegen in die Oberliga, da Co-Trainer und habe das dann irgendwann mal übernommen. Aber man muss ja auch sagen, irgendwann mal als Trainer will man auch eine Weiterentwicklung haben. Und wenn man ehrlich ist, habe ich seit 3 Jahren, oder es wäre die 3. Saison gewesen, wo ich komplett eine neue Mannschaft aufbaue und nicht nur 3, 4 Spieler ergänze, die vielleicht namhaft sind und gut sind, sondern 13, 14 Spieler. Und das wird dann immer schwieriger. Und man muss ja auch so sehen, dass wir jetzt eine intakte Mannschaft hatten und die auch gut funktioniert hat und gute Punkte eingefahren hat, auch gerade in der Hinserie. Aber die Spieler wollte ich auch halten, um wieder Früchte zu tragen, um was Langfristiges aufzubauen. Und das war halt nicht so in weiter Sicht zu sehen. Und somit habe ich dann gesagt, dass ich dann erstmal dann aufhöre oder im Sommer aufhören möchte. Und dann gab es dann noch ein bisschen Umstimmigkeiten und dann war es dann für den Verein auch vielleicht besser, dass den neuen Trainerteam die Mannschaft so zu überreichen, wie sie dann auch intakt war und damit sie ihre Punkte. Da du ja selber sagst, du hast so viel Erfahrung gehabt in letzter Zeit mit der Motivation und Neuaufstellung von neuen Mannschaften, hättest du ja auch so rein theoretisch auch beim HSV anfangen können, ne? Ja, wenn sie mich anrufen würden, ich würde. Ach, das hast du gemacht. So ein Jahr würde ich da auf der Bank bleiben. Ja, ein Jahr. Die Abfindung würde ich dann nehmen. Ja, wer nicht. Aber wahrscheinlich brauchst du erstmal. Aber weil wir gerade beim Trainer sind, der Vertrag bei dir bei Dassendorf läuft aus, soweit ich weiß. Wie schaut's aus? Willst du nochmal ranhängen als Co-Trainer oder suchst du selber als Chef deine Herausforderung? Also ich glaube erstmal, ganz viele wissen gar nicht, dass der Vertrag überhaupt bei Dassendorf ausläuft. Ich habe es sogar gerade gesagt. Ja, genau. Aber ich meine, viele andere Vereine wissen das nicht. Grundsätzlich bin ich da einfach offen. Ich höre mir einfach alles an. Und wenn da was passt, dann werde ich das machen. Und wenn das nicht passt, ich sehe das. Käme dann auch eine weitere Fortführung als Co-Trainer mit Richter bei Dassendorf in Frage? Also natürlich, können wir alles vorstellen. Gut. Dann kommen wir jetzt mal zu dem, was du ja eingangs schon erwähnt hast, dass du nämlich Fahrer wurdest in der Nacht zum Pokal-Derby. Man muss sich erst mal vorstellen, welche Aufregung davon abgeht. Erstmal muss die Frau im Krankenhaus versorgt werden wahrscheinlich, ne? Und dann muss er los, kaum Fahrer. Und die Jungs und dann noch zum Frühschoppen, ne? Bei der Uhrzeit von 10:30 Uhr. Ja, das gehört dazu. Als Profi muss man zu jeder Tag- und Nachtzeit bereit sein und dann losgehen. Das ist natürlich eine tolle Geschichte und ich habe mir sagen lassen, in Dassendorf ist es üblich, dass junge Feder immer als Präsent bekommen sie ein paar Windeln, ne? Pampers. Richtig. Ne? Die werden wir dir jetzt überreichen. Ist auch keine Werbung, keine Bezahlung. Nein, doch, das ist ja egal. So, hier, Pampers. So, und wir haben hier eine Kaffeeröstung. Eine ganz spezielle, die ist wirklich erstklassiger Kaffee, wird speziell angefertigt, geröstet, sehr hochwertig und heißt natürlich so wie der Laden, was soll es anders sein, hier wir sind Verlies, ja, SM Club, also heißt das Domina Espresso. Ja? Und den möchten wir natürlich überreichen, nachdem Nadine dich befreit hat von den Fesseln. Daher, Nadine, komm und erscheine. Applaus, Applaus, Applaus. Und nochmal einen herzlichen Applaus und ganz herzlichen Dank an Markus Wallek dafür, dass uns heute Rede und Antwort gestanden hat. Finden wir sehr schön. Also, wir verabschieden dich einmal mit dem Kaffee. Wird sich deine Frau vielleicht freuen. Und hierüber freust du dich vielleicht, weil die sind der Pflege leichter. Da kommst du als Vater das Kind dann locker wickeln. Das reiche ich dann weiter an meine Frau. So früh haben wir das gelernt, in der Hand, in der Tasche Zigaretten zu drehen. Jetzt musst du die Windeln wechseln. Vielen Dank. Also, Applaus, 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 Applaus. Wow. MyBed EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBed EU. Jung, sportlich, fair. Da wollen wir natürlich nahtlos weitermachen. Wir haben eben den Pokalsieger zu Gast gehabt und jetzt fehlt natürlich noch jemand, der in dieser Saison ja auch sportlich
kann man ja sagen, durchaus mal wieder was erreicht hat. Ja, sehr sogar. Ja, das stimmt. Aufstieg in die Regionalliga. Applaus, 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 Applaus! Für Altona 93! Sehr souverän. Und deshalb haben wir heute den Abwehrchef zu Gast. Der heißt? Seamus Atuk. Richtig. Nadine! Applaus, Applaus, Applaus! Nadine und wir Shay! Mein Freund! Du wirst so festgemacht. Als Abwehrchef. Ha! Keine Möglichkeit der Abwehr. Ich wollte gerade sagen, auf dem Platz natürlich nicht gut. Aber immerhin brauchen wir heute keinen Verband so wie in Bremen. Nein. Kalle, fang ruhig an. Okay. Du darfst. Shay, ich sag mal Shay, ne? Also Shay muss, aber Shay ist dein Name. So kennt man dich. Zurück in der Regionalliga. Wie fühlt man sich? Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ist ja eine komplett neue Mannschaft, die jetzt in der Regionalliga ist. Also bis auf Grubber, Apo, Marco und Siebert. Ist eine komplett neue Mannschaft und es wird auf jeden Fall aufregend. Und ja, sind wir gespannt. Du bist ja neu dazugekommen. Es gab ja einen großen Umbruch, wie du schon sagtest jetzt, ne? Nach dem letzten Jahr. Und was hat euch diese Saison so stark gemacht? Die Mentalität. Ich denke mal, das war ausschlaggebend, wie wir die Trainingseinheiten geführt haben und wie wir auch unseren Schweinehund bei den Läufen, also Berghahn, Allianz, bekannt dafür, dass er sehr, 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 sehr viel läuft. Vertraut mir und dann haben wir das auch gemacht und ja, der Trainer, also der entscheidet auch und wenn es am Ende nicht läuft, muss er seinen Kopf hinhalten und wenn es läuft, dann gebührt ihm auch einen großen Anteil des Erfolges. Klar. Also bist du auch der Meinung, dass es ein großer Anteil ist, der jemand da war, ne? Auf jeden Fall. Der sie alle motiviert hat. Klar. Gut. Grüßen wir mal hier aus dieser Sendung. Der Glückwunsch. Sitzt gerade bei Hamburg 1, bei Rasant. Hamburg 1. Nun bist du ja auch dazugekommen von einem anderen Verein in Hamburg. Und hättest du gedacht, dass es so gut läuft für dich persönlich? Also, ja, weil ehrlicherweise, du hast ja sicherlich schon Abstriche machen müssen. Ja, klar, aber ich bin ein Spieler, der immer Ziele hat. Und das war in Dassendorf, in Lüneburg oder in Oerding auch, egal wo ich war. Da setzt man sich Ziele auch persönlich, egal was jetzt der Verein dafür ein Ziel gibt. Und wenn ich irgendwo hingehe, will ich Meister werden und Pokalsieger. Und ich tue alles dafür. Und wenn ich dann noch die Mannschaft da mit motivieren kann und die Mannschaft auch irgendwann dran glaubt, weil es ist auch schwer, weil viele glauben nicht dran. Und du musst dann die davon überzeugen, dass wir es schaffen können. Und es ist auch nicht wichtig, wer oder was für andere Mannschaften, was für eine Mannschaft die haben. Also du musst an dich selber erstmal glauben. Und wenn du an dich selber glaubst und wenn du dann diese Mentalität dann hast, wie zum Beispiel in Dassendorf, die jedes Spiel reingehen, als würden die gewinnen. Und dieses Unschlagbare, das hatten wir in der Rückrunde, wo wir uns so sicher waren, nee, wir verlieren nicht. Und das hat uns dann stark gemacht. Und ja, zu meiner Person halt, egal wo ich bin, ich will immer Maximum rausholen. Ich will Meister werden, ich will Pokalsieger werden. Nächstes Jahr habe ich andere Ziele für mich gesetzt. Ich will nicht absteigen und ich will auch auf jeden Fall den Pokal holen. Das fehlt mir noch und ja, ich werde alles dafür tun und ich gehe vorne weg. Du hast noch gar keinen Pokal geholt, ne? Nee, leider nicht. Hat nicht geklappt. Ja, das wäre immerhin ein Ziel, der euch diese Runde, also der Trainer der Mannschaft, der euch diese Runde ausgeschaltet hat, der neue Trainer, den haben wir gleich noch hier. Könnt ihr ja schon mal einen Deal machen, dass ihr nicht wieder in Buchholz ausscheidet nach 3 Spielen in 6 Tagen. Wie siehst du denn insgesamt eure Rolle in der Regionalliga? Nun hatte Altona ja letztes Jahr nicht so eine erfolgreiche Saison, vielleicht auch ein bisschen blauäugig in die Regionalliga reingegangen, vielleicht auch alles ein bisschen unterschätzt, was da fußballerisch dann doch noch auf einen zukommt, gerade mit den ganzen U23-Mannschaften. Das wird dieses Jahr sicherlich nicht passieren. Ist dann vielleicht sogar mehr möglich, weil man eben aus der Rückrunde oder aus dem letzten Jahr ja weiß, okay, die und die Fehler haben wir gemacht, die dürfen wir nicht nochmal machen. Wir müssen einfach Geld in die Hand nehmen, weil sonst geht es hier nach hinten los. Ja klar, also die haben es ja
das Jahr davor versucht halt mit guten Oberligaspielern, haben die von vielen Vereinen die Besten weggenommen und haben es versucht. Dann hat man gesehen, das klappt nicht, weil Regionalliga bist du schon Halbprofi und da hast du andere Kaliber. Und es muss auch auf jeden Fall bei uns was geschehen in der Hinsicht. Und ich bin eigentlich guter Dinge. Also wir haben eine gute Fanbase, wir sind ein Traditionsverein, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass viele zu uns kommen wollen. Und ja, wir sind auf jeden Fall der Underdog mit Haider SV. Und das ist außer Frage, wir werden am ersten Spieltag um Abstieg spielen. Mhm. Und ja, es wird auch bis zum letzten Spieltag dann, je nachdem wann wir es sicher haben, aber jetzt werden wir jetzt nicht träumen oder wir sind da schon realistisch genug, dass wir da auf jeden Fall erstmal nicht absteigen wollen. Mhm. Du weißt ja auch, wie das ist. Stichwort letztes Jahr, Altona hat Regionalliga gespielt. Du warst dann noch bei Teutonia und ja, sang- und klanglos gescheitert in der Aufstiegsrunde. Nun hast du es dieses Jahr geschafft. Wie blickst du denn zurück auf diese Auswärtsspiele mit Teutonia oder Aufstiegsspiele mit Teutonia? Weil das war ja schon ein richtiges Brett. So, also ich weiß nicht, wie viele Gegentore mal, also gefühlt 150 nach drei Spielen. Das ist ja eigentlich unmöglich. Ja, also wenn ich die beiden Mannschaften miteinander vergleiche, da war die Atmosphäre in der Kabine schon eine ganz andere. Mhm. Da bei Teutonia hatten wir auch eine andere Mentalität. Also bei Altona ging alles über Kampf, über Schweinehund überwinden, sich in jeden Ball reinschmeißen. Und also ich möchte da jetzt auch niemandem zu nahe treten. Also bei Teutonia hatten wir eher die Futsaler. Fußballgespieler, die viel Ballbesitz wollten, und dann hast du in den Aufstiegsspielen andere Mannschaften, die das auch konnten, und da musst du dich gegen wehren. Und wenn du dann Spieler hast, die es nicht gewohnt sind, sich zu wehren und eigentlich immer den Ball haben wollen, dann wirst du auch abgeschlachtet. Und ja, es ist schwer zu sagen, woran es gelegen hat in diesen zwei Spielen, also bei drei Spielen bei Teutonia. Ich denke mal, das war eher so, ja, Einstellung, also kann ich sagen, nur Einstellung. Und es ist auch anders, wenn du in einer Kabine sitzt, wo 23 Spieler sagen, nein, wir wollen unbedingt hoch. Mhm. Oder wenn du in einer Kabine sitzt, wo 10 Spieler sagen, ja, ist mir egal, was passiert. Und die anderen 10 sagen, oh, die Prämie fürs Aufstiegsspiel wäre schon noch ganz nett. Und, ja, also ist schwer zu sagen. Deswegen. Aber du hast ja auch Erfahrung, du hast ja auch bei Uerdingen gespielt und so, also du hast ja schon richtige Erfahrung mit etwas höher gestellten Mannschaften, ne? Ja. Was ist so da der große Unterschied, ja, aus deiner Sicht? Ja, zum Beispiel in der Oberliga kannst du dir so kleine Fehler erlauben, da ist jetzt der Spieler jetzt, da will ich auch niemanden beleidigen, ja, oder so, aber ist ja so. Da trifft er mal den Ball nicht oder aus 2 Metern macht er die Bude nicht, aber in der Regionalliga machen die machen die eiskalt, das sind gut ausgebildete Jungs, die können Fußball spielen. Und die brauchen wenig Chancen. Und warum klappt das in der zweiten Liga nicht bei St. Pauli? Die treffen auch den Ball nicht und machen die Buden nicht. Das ist ja so, da brauchen wir nicht drum herum reden. Ne? Es gibt noch einen anderen Verein in Hamburg, der was Ähnliches. Ne? Also, ne? Aber das wird doch jetzt alles wieder besser. Ja, hoffentlich. Da haben wir auch noch gleich den richtigen Interviewgast dazu. Ja, das wollte gerade sagen, das machen wir gleich. Ne? Wir wollen Shay hier nicht seine Zeit wegnehmen. Nun gab es diese Saison, wir müssen ja auch noch minimal unangenehm werden, ja, eine Situation bei euch, die du vielleicht so ein bisschen nachempfinden kannst. Es war ja nun so, dass du auch letztes Jahr bei Teutonia schon vor den Aufstiegsspielen gesagt hast, Jungs, ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall nicht mehr da, ich gehe. Das gleiche gab es jetzt mit Vincent Boog bei euch, bei Altona. Du hast damals die Aufstiegsspiele noch gespielt. Altona hat ganz klar gesagt, sorry, Vinny, dann spielst du jetzt auch nicht mehr bei uns. Wie beurteilst du die Situation? Weil du hast ja so ein bisschen auch ein Gefühl dafür, was das bedeutet. Du bist ja auch nah an der Mannschaft dran. Ja, also letztes Jahr war das so bei mir, dass ich vor den Aufspielen das verkündet habe, wie du es gesagt hast. Mhm. Da war die Konstellation auch eine ganz andere. Da war Altona in der Regionalliga und ist gerade abgestiegen. Und wir hatten mit Altona also nichts zu tun. Mhm. Und dieses Jahr war es halt so, dass wir mit Teutonia noch um die Aufstiegsrunde, also um die Meisterschaft auch gespielt haben. Hätte es zum Beispiel das noch gemacht, dann wäre Platz 2 oder 3 wichtig geworden. Und das war eine ganz andere Konstellation. Und Vinny wollte eigentlich, dass wir das als erstes erfahren und hat das dann frühzeitig schon gesagt. Aber das ging leider nach hinten los, weil
viele im Verein dann auch der Vorstand und so gesagt haben, nee, wir sind gerade mit Teutonia im ist ja Zweikampf. Auch im, ja, und ist ja auch genau. Im Moment nicht das allerbeste Verhältnis, ne? Ja, genau. Und dann hast du vielleicht eine Situation, wo Vinny jetzt den Ball nicht trifft oder wo er einen Zweikampf verliert, dann heißt es vielleicht, ja, der ist doch eh schon mit dem Gedanken ganz woanders. Da hat man ihn auch vielleicht geschützt in dem Sinne, was auch jetzt anderen so nicht sehen. Die sagen halt, ja, also ich denke mal, dass der Verein in der Hinsicht eigentlich ihn nur schützen wollte. Und Vinny ist auch mit einem guten Auseinandergang, war auch bei der Meisterschaftsfeier da. Und genau, also mehr gab es da auch nicht. Nun war Vinny ja auch einer der eher wichtigeren Spieler, gerade in der Zentrale. Nun kam ja dann aber, so gerade zurück und in der Hinrunde ja auch schon, mit Hisham ja einer, wo eigentlich den eigentlich ja keiner auf dem Zettel hatte, der letztes Jahr noch bei Elfsborg gespielt war. Nun habe ich tatsächlich in der Jugend, ja, ich habe auch mal Fußball gespielt, tatsächlich mit Hisham auch ein bisschen zusammengespielt und deswegen weiß ich ja ein bisschen, wie er ist. Was hast du oder was habt ihr, was hat Bergkamp mit ihm gemacht? Weil inzwischen ist er wirklich auch total straight und hat sich ja auch der ganzen Geschichte komplett verschrieben. Also es läuft ja wirklich gut. So, ja, also was ich zu Hisham sagen kann, also der will immer mehr. Der will sich immer, der hat ein brutales Talent, der kann, also vom Talent her kann er auf jeden Fall weiter oben spielen. Aber der hat noch so, der ist manchmal zu verspielt, was die Jugendspieler haben. Aber der hört zu, der will halt. Der nimmt Sachen an, der ist nicht abgehoben, der also ganz feiner Kerl und wenn er es schafft, also glaube ich traue ihm auch zu, dass er in der Regionalliga gute Spiele macht und ich glaube, der wird auch seinen Weg machen. Also ja, in dieser Saison hatten wir viele, die vorne weggegangen sind, obwohl die jung waren, auch ein Luis Hacker. Und das sind Spieler, so. Ich glaube, die werden ihren Weg machen, weil sie es wollen. Die sind auch vom Kopf her ganz klar. Und das ist wichtig. Also es reicht nicht nur, wenn du Talent hast. Vom Kopf her musst du auch da weit sein. Und die sind schon mit dem jungen Jahren sind die ganz weit. Du bist ja ein Optimist, hast du gesagt, kniest sich rein, hängt sich rein, das ist gut. Diesmal kurze Frage. Altona 93 wird in der Regionalliga bleiben, weil. Schell Adduktas. Ah, das finde ich geil! Applaus, das finde ich gut! Nein! Auf die Dich, mein Lieber, haben wir eine wunderbare Kaffee-Röstung, Domina Espresso. Also, lass genießen, es ist wirklich vom Feinsten. Nadine, wo ist sie, meine liebe Nadine? Ah, Nadine, Applaus. So, wunderbar. Ja, dann danke ich dir, Shay, wunderbar. Und Dank. Wünsche dir wirklich viel Erfolg und dass ihr auch in der Regionalliga bleibt. Danke. Und dass es nach vorne geht, weil solche Spiele wie du, das ist das, was man braucht. Dankeschön. Ich freue mich. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Bitte schön. Ne? Wir sehen uns nachher. MyBelt EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBelt EU. Jung, sportlich, fair. Und wie wir eben ja schon angekündigt haben, reden wir jetzt mit jemandem, der auch im Winter gewechselt ist, beziehungsweise aufgehört hat. Ende Januar war bis dahin Co-Trainer beim HSV und davor auch Manager und Pressesprecher und beim HSV in den letzten Jahrzehnten ja gefühlt Mädchen für alles. Und wird jetzt neuer Trainer bei Buchholz, Altona-Bezwinger im Pokal in dieser Saison. Genau. Und da du ihn eingeladen hast, Kalle, gebührt dir natürlich auch das, nochmal anzukündigen. Wir begrüßen ganz recht herzlich und ich freue mich sehr, dass du zugesagt bist. Marinos Bester! Applaus! Nadine! Marinos! Vielen Dank, dass du zugesagt hast. Ja. Hat uns sehr gefreut, wirklich. Ja. Weil die meisten Ex-Trainer vom HSV nehmen ja meist aus und du bist gekommen und stellst dich, aber das finden wir sehr toll. Auf jeden Fall. Weil du gesagt hast heute, du stellst dich und du kommst vorbei, darfst du dir auch aussuchen, ob wir als erstes über den HSV sprechen oder als erstes über Buchholz 08. Machen wir die interessanten Themen.
Das liegt jetzt im Auge des Betrachters. Wenn wir jetzt fangen wir an mit dem HSV. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, was die Leute hören wollen, ist doch klar. Das Grausame zuerst sozusagen. Erzähl, was bedeutet der Nichtaufstieg für den HSV aus deiner Sicht? Tja, was bedeutet der? Ich glaube, es haben sich alle ganz anders vorgestellt. Jeder hat natürlich erwartet, dass der HSV aufsteigt. Vom Material, vom Spielermaterial her, von den Gegebenheiten her. Von den Rahmenbedingungen her ist das sicherlich auch, wäre das normal gewesen. Aber da kann man auch mal sehen, dass im Fußball noch andere Faktoren herrschen. Ja, aber diesmal lag es meiner Meinung nach am Trainer, ne? Wenn jemand wie eine Schlaftablette am Spielfeld dran steht und hier und wenn er Action macht, dann hier guckt dann. Nein, das lag nicht nur am Trainer, das lag an der Gesamtsituation. Das stimmt. Der Sportdirektor war auch nicht gut. Ja. Nur stehen die beiden leider nicht auf dem Feld. Aber wenn wir jetzt drüber reden, was alles schiefgelaufen ist beim HSV, dann sitzen wir übermorgen noch hier. Dann sag uns doch vielleicht mal, ist denn überhaupt irgendwas gut gelaufen in der Saison? Weil eigentlich ist, also im Prinzip ist man ja schon... Also grundsätzlich zwei Faktoren. Ich habe ja ein bisschen Zeit beim HSV verbracht. Ja. Und gerade die letzten 8-9 Jahre hat man im fast, ja, das war schon Tradition, dass man irgendwann im März immer irgendwie von den Vorstandsvorsitzenden dann irgendwie gesagt bekommen hat, wir müssen als Mitarbeiter müssen wir zusammenrücken und wir dürfen da nicht jetzt irgendwie nachlassen und wir müssen unbedingt zusammenhalten. Mhm. Also wenn ich eins für alle stellvertretend für alle Mitarbeiter in Anspruch nehmen darf, dann ist das, dass fast alle Abteilungen in den ganzen Jahren eigentlich top funktioniert haben, bis auf eine Abteilung. Das war die Abteilung Fußball-Bundesliga. Und das geht ja irgendwann auf den Keks. Ja, klar. Und dann glaube ich auch, dass einfach die Fans auch funktioniert haben. Also was die ja immer die noch veranstaltet haben. Gerade wenn man immer irgendwie sagt, da steigt jetzt irgendwie der Dino, der steigt dann ab. Und dann reißen die das Stadion ab, das ist nicht passiert. Dann heißt es dann irgendwie, hast du es realisiert am vorletzten Spieltag, dass du auch nicht aufsteigst. Mhm. Die haben auch top reagiert, singen dann ihre Vereinshymne, die neue. Also insofern, da muss man alle Hüte, die man hat, muss man vor den Fans, muss man ziehen. Ist ja auch Besucherwertrekord. Und einfach sagen, das ist ein Fund, was der HSV nach wie vor auf seiner positiven Seite weiß. Und hoffen wir mal, dass es vielleicht im nächsten Jahr klappt. Du hast ja deine, wie du schon sagst, langjährige Tätigkeit beim HSV freiwillig aufgegeben. Warum? Ja, ich bin im Januar 50 geworden und wenn man dann irgendwie mal so ein bisschen so sein Berufsleben dann mal Revue passieren lässt und dann, was ich ja auch schon gesagt habe, in den letzten 8-9 Jahren dann immer wieder dieses fußballerische, sportliche Elend beim HSV miterlebt hat, hautnah miterlebt hat, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man dann sagt, willst du das noch weitermachen? Dann geht es auch vielleicht irgendwann mal an die Gesundheit, dann kriegst du Magengeschwür in Rautenform, habe ich ja mal so scherzhaft halber gesagt. Aber dann bin ich halt zu der Überzeugung gekommen, ich muss irgendwas ändern, ich will nochmal irgendwas Neues machen. Und dann habe ich das mit Bernd Hoffmann besprochen und da sind wir dann im Guten auseinandergegangen. Gut. Aber grundsätzlich ist es so, wenn man von etwas nicht mehr überzeugt ist, dass man da sich auf dem richtigen Weg befindet, und das war bei mir definitiv der Fall. Da muss man halt diesen Weg mal versuchen zu gehen und das haben wir gut hinbekommen. Bevor wir jetzt dann den Bogen zu Buchholz schlagen, dann aber nochmal eine Geschichte, weil du jetzt eben sagtest, von wegen Zusammenrücken und so weiter und so fort. Und es ist ja tatsächlich auch zu beobachten, und das finde ich irgendwie ist ein sehr interessantes Phänomen, das beim HSV jedes Jahr im Prinzip passiert, egal jetzt ob Klassenerhalt in der ersten Liga oder jetzt Aufstieg in der zweiten Liga. Das läuft ja ab Februar, März läuft es eigentlich schlecht. Und wenn man sich kontinuierlich mal die Ergebnisse der Jugendmannschaften dann anguckt, dann ist das wie, als wenn der ganze Verein den Atem anhält und alle aufhören müssen zu arbeiten. Oder? Also du warst ja nun lange Zeit da, also alle Jugendmannschaften leiden da jedes Jahr. Letztlich ist der Fußballsport ja gerecht, es ist ein reiner Ergebnissport und ich sag mal, so wie man arbeitet, zeigen die Ergebnisse dann auch und wenn die Ergebnisse nicht mehr stimmen, dann ist das eigentlich die beste Auskunft, die du bekommen kannst als Außenstehender, ob etwas funktioniert oder nicht.
Grundsätzlich habe ich da nach wie vor noch ganz, ganz große Probleme mit, dass man beim HSV, ich bin fast 20 Jahre da gewesen, und in diesen 20 Jahren habe ich nicht viele Mitarbeiter erleben können, die einfach strukturell arbeiten, die Strukturen versuchen aufzubauen. Das war mit Bernhard Peters war das der Fall. Ist sicherlich auch ein streitbarer Typ, man muss nicht immer alles gut finden, aber der Mann, der steht für Leistungssport. Und, er hatte ja auch durchaus Erfolg. Ne? Denke ich mir auch. Das ist natürlich, ja, also da hängt auch noch ein ganzer Rattenschwanz von Mitarbeitern, von guten Mitarbeitern dran. Klar, natürlich. Aber die der HSV mittlerweile ja dann auch verloren hat, beziehungsweise die Position auch nicht neu besetzt hat. Und das ist für mich nach wie vor, gerade in der Nachwuchsarbeit, fast für mich immer noch unfassbar, dass man diesen Mann so wie so einen räudigen Hund vom Hof geschickt hat. So als wenn er die letzten viereinhalb Monate überhaupt nicht, viereinhalb Jahre, die er verbracht hat. Und wirklich nachweislich ja auch in Sachen Ausbildung einiges auf die Beine gestellt hat. Aber das ist der HSV. Da können dann neue Besen kehren nicht immer gut. Das sehen wir jetzt beim HSV. Und letztlich ist es auch vielleicht ein kleiner Teil in dem Gesamtergebnis, dass wir nicht aufgestiegen sind. Wie ist denn deine Einschätzung? Ist immer doof, etwas über Kollegen zu sagen oder Nachfolger oder so. Aber was hältst du ganz persönlich von dem neuen Team, die jetzt als Sportdirektor und Trainer angetreten sind? Also ich glaube, dass es vollkommen anders ist. Vollkommen anders, dass Jonas Beuth sicherlich jemand ist, so wie ich ihn kennengelernt habe, aus der Entfernung, aber dann auch bei den ein, zwei Transfers, die wir dann auch gemacht haben. Dass er ein sehr empathischer Typ ist, dass er den Kontakt zur Mannschaft sucht, dass du dich auf ihn verlassen kannst, dass er vielleicht Spannungsfelder frühzeitig auch erkennt und diese auch intern anspricht und nicht nur vor der Presse, weil dann hast du nämlich auch ein Problem mit der Mannschaft. Wenn du permanent immer nur irgendwie negativ über die Mannschaft sprichst und immer schwadronierst, dies geht nicht, das geht nicht, das müssen wir besser machen und jetzt hat es die Mannschaft kapiert, aber du nicht den Arsch in der Hose hast und dich mal in der Kabine vor die Mannschaft stellst und da mal Tacheles sprichst, dann wird es schwierig, wenn du das alles nur auf den Trainer abwälzt. Das war jetzt ja schon eine relativ klare Richtig. Andeutung. Was mich perfekt zur Überleitung bracht, ist jetzt natürlich eine eigentlich blöde Frage, aber glaubst du, mit Christian Tietz als Trainer wäre das auch passiert? Nee, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das nicht passiert wäre, weil die Entwicklung einer Mannschaft geht ja nie linear. Also du wirst immer, ich sag mal, das, was er gerade im Endspurt der letzten oder der Abstiegssaison gemacht hat, diesen Stimmungsumschwung, das musst du erstmal hinbekommen. Du musst dich erstmal 8 Spieltage vor Saisonschluss, wo wir eigentlich schon komplett abgestiegen waren, wo alle gesagt haben, der Sargnagel, den müssen wir nur noch reinhauen. Da fängt er auf einmal an, Fußball zu spielen. Du hast auf einmal die Zuschauer begeistert, gerade mit dem Spiel auch gegen Hertha BSC in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, da war es dann doch irgendwie wieder ein bisschen anders, weil Hertha auch auf einmal... Gut, Hertha hat dann ja auch gemerkt... Genau. Also da muss irgendwas passieren, aber grundsätzlich waren wir da auf einem Weg, um ich sag mal, einen eigenen Spielstil zu bekommen. Der ist natürlich ganz eng verbunden mit der Spielidee von Christian Titz gewesen. So, und dann ist wieder etwas passiert... Wo du die Uhr nachstellen kannst beim HSV. Kein Trainer kann eine Krise, und das war ja keine richtige Krise. Ich sag mal, du gehst ja nicht hin und sagst, du spielst jetzt die zweite Liga komplett an die Wand. Das ist ja auch utopisch, wenn du das denkst. Es war eine Ergebniskrise. Wir haben, glaube ich, zweimal hintereinander 0-0 gespielt. Zumal die ja, ehrlicherweise, genau, wir waren auch aber, im Vorfeld ja angekündigt ja. war. Also, genau, weil genau. ich weiß, hat er ja sogar gesagt, es wird... Also du hattest eine Ergebniskrise, machen wir das mal so. Du warst aber nur 2 Punkte hinter FC Köln, glaube ich, auf Platz 3 über 4. Und du hast, glaube ich, noch ein Spiel weniger gehabt. Ja. Und da haust du einen Trainer raus. Wo du vorher gesagt hast, das ist der Mann, den wir das zutrauen, eine Mannschaft zu entwickeln. Und auf der Hälfte drehst du wieder um. Das ist halt typisch HSV. Und dafür müssen die Leute, die dafür verantwortlich sind, hoffentlich dann auch irgendwann mal gerade stehen und dann auch die Konsequenzen tragen. Also, was ja schon teilweise passiert. Ich wollte gerade sagen, glaubst du denn, dass es überhaupt die volle Rückendeckung gab? Nein. Die da im Winter, im Sommer dann da... Nein, gab es nicht. Das war keine Liebeshochzeit mit der Vertragsverlängerung von Christian Titz.
meine Meinung. Und das hat man von Anfang an, von Beginn an gemerkt. Man wusste intern, wenn du dich damit beschäftigt hast, auch ihr extern natürlich, wusstest du, dass der Rückhalt an den obersten Stellen nicht gegeben ist. So, dann wollen wir zum Positiven kommen. Na? Du übernimmst Buchholz. Ja, freue ich mich drauf. Freue ich mich drauf. Buchholz, wenn ich mich aufs Fahrrad schwinge, bin ich in 20 Minuten bei Buchholz 08 am Trainingsgelände. Wenn ich mit dem Auto fahre, bin ich in 8 Minuten da. Also insofern, ich freue mich. Ich bin in der Gegend groß geworden, in Hittfeld. Ah. Das ist nicht ganz so weit entfernt von Buchholz, von dem Trainingsgelände, wo der BFC und Buchholz 08 zusammen ja. Sogar mit Kunstrasen jetzt, ne? Sogar mit Kunstrasen, genau. Ich freue mich da tierisch drauf. Buchholz ist immer, gerade bei uns im Landkreis Harburg, immer die Mannschaft gewesen, die am höchsten spielt. Ich habe mit meiner damaligen Jugendmannschaft, als ich dann aus der Jugend heraus mit denen in die Herren gegangen bin, haben wir 2 Spiele gemacht gegen Buchholz. Das waren klasse Spiele, da war es nicht irgendwie, da haben wir es ganz gut hinbekommen. Zwar hat beide Male Buchholz gewonnen, aber wir haben uns da richtig klasse aus der Affäre gezogen und die Spiele haben super viel Spaß gebracht. Da wurde Fußball gespielt, das ist eine Mannschaft, die einen guten Charakter hat. Die nicht so die klassische Hamburger Oberligamannschaft ist, glaube ich, so vom Charakter. Ja. Sind alle noch so ein bisschen behütet im Niedersächsischen aufgewachsen. Mhm. Habe ich eben schon hier so ein bisschen erzählt. Wenn du ich sag mal, deine Jugend in Hamburg verbringst und im Fußball in der Jugend in Hamburg groß wirst, dann bist du irgendwie schon mal ein bisschen anders vorbereitet auf den Oberliga-Fußball. Aber das hat ja nichts zu sagen. Dann müssen wir halt andere Mittel und Wege finden, um uns da durchzusetzen. Buchholz ist ja im Umgang mit ihren Trainern völlig anders als der HSV. Ne? Der eine Trainer 23 Jahre, ne? Der andere 4 Jahre. Das sind also Zeiten, da träumt man den HSV von. Und wie ist denn der Kontakt mit dir und Buchholz entstanden, sodass sie sich für dich als Chef vor ziemlich genau, also als die Frage war, was machen wir denn nach Thomas Tietze, als er dann gesagt hat, er hört auf, da hatten sie einmal bei mir schon angefragt, da war ich auch noch Trainer bei der SG Scharmbeck und da hatte ich mich dann gerade im ersten Jahr im Herrensport mit meinen vielen jugendlichen Jungs da irgendwie durchgesetzt, wir sind aufgestiegen in die Bezirksliga. Und da verlässt man ja so eine Mannschaft nicht. Also insofern habe ich dann schweren Herzens abgesagt, aber ich fand das klasse irgendwie, dass so eine Oberligamannschaft, die das irgendwie zutraut, dass du da die sportlichen Geschicke in die Hand nimmst. Und dann ist Thorsten Schneider gekommen. Ich denke mal, der hat's ja auch die 4 Jahre über sehr, sehr gut gemacht mit der Mannschaft. Und dann hat er halt im November, ich glaube Ende November, hat er dann die Bombe platzen lassen und hat gesagt, aus persönlichen Gründen, dass er am Saisonende aufhört. Dann hatte ich ja in der Mannschaft so drei Spieler, die ich in der Jugend schon trainiert habe. Mhm. Und die hatten dann so scherzhalber über Messenger, über Facebook, hatten sie dann schon so gleich geschrieben, Mensch, unser Trainer hört auf, das wäre doch jetzt was für dich. Und ja, am nächsten Tag hat dann Simon Witten sich gemeldet. Also, das ist haben, wir uns, haben wir uns ein bisschen, bisschen beschnuppert. Hätte ich eigentlich gleich, wir haben uns dann Anfang Dezember haben wir uns zum Gespräch getroffen. Da hätte ich eigentlich sofort schon zusagen können, aber das hat sich halt mit dem Beruflichen, wie es beim HSV war, hat sich das ein bisschen überschnitten und dann habe ich, glaube ich, Mitte Januar habe ich dann zugesagt. Ja. Was meinst du denn, wird sich jetzt das Gesicht der Mannschaft mit dir als Trainer ändern oder wird da die Kontinuität Ja, ich glaube, das Gesicht der Mannschaft wird sich nicht groß ändern, weil zu dem Zeitpunkt, als ich zugesagt habe, hatten schon, ich denke mal, 17 Jungs, die bisher bei Buchholz waren, haben da schon zugesagt für die nächste Saison, ohne dass sie wussten, wer überhaupt Trainer wird. Es ist auch nicht fluchtartig anders geworden, also nachdem sie wussten, wer Trainer wird, sind die dann auch viele da geblieben. Wir bekommen noch 3 Jungs dazu. Kannst schon verraten, wen? Oder ist das ja, das, ist, das sind alles Jungs aus der Gegend. Mhm. Das ist Marius Landowski vom TSV Winsen, das ist Frank Hasselbrink vom VfL Maschen und vom Stadtrivalen BFC. Mhm. Und wir nehmen das den Jahren dazu. Das sind alles Jungs, die noch keine Oberliga-Erfahrung haben, aber die haben das Potenzial, da reinzukommen. Und das ist ja auch der Weg, den Buchholz 08 in der Vergangenheit gegangen ist, dass man die Jungs aus der Umgebung, Marc Eisenberg ist ja auch jemand, den man vom TV Welle geholt hat, aus der Kreisliga. Und der hat sich ja auch schon richtig klasse in Szene setzen können. Also insofern, dieser Weg wird weitergegangen. Und
Ja, ich freue mich drauf. Und ich hoffe, die Jungs auch. Also, aber es, das Gesicht wird sich nicht großartig verändern. Vielleicht der Spielstil ein bisschen. Und darauf können wir immerhin mal gespannt sein. Passiert mal was Neues im Buch. Ist nicht mehr, nicht mehr lange Kirsche. Ich nehme dich beim Wort. Aber mal eine andere Geschichte. Du hast in der ganzen Zeit jetzt, wo du frei hattest, du hast ja auch noch Trainerlehrgang gemacht und so weiter und so fort, aber du hast unfassbar viele Spiele besucht. Also, ich glaube, gefühlt bei jedem dritten Spiel hat man dich auch irgendwo getroffen. Und dadurch hast du ja nun auch viele Oberligaspiele gesehen. Was macht denn die Oberliga für dich so reizvoll? Du hast ja nun so viele Jahre Profibereich erlebt in allen möglichen Bereichen und im Prinzip ist das ja jetzt, auch wenn der Amateurfußball sich immer mehr professionalisiert, ja genau das Gegenteil, was du ja dann jetzt machst. Also ich bin ja seinerzeit vom TSV Eintracht Hinsfeld aus der A-Jugend, das war glaube ich 87, bin ich ja in die Verbandsliga Hamburg gewechselt zum FC Süderelbe. Und habe da meine ersten drei Herrenjahre absolviert. Wir haben zweimal an der Aufstiegsrunde zur damaligen Oberliga dann teilgenommen, war eine tolle Zeit. Und letztlich bin ich ja, jetzt Otto Rehagel hat immer gesagt, er ist ein Kind der Bundesliga. Also letztlich, wenn man das jetzt auf diese Zeit überträgt, dann ist ja die Verbandsliga damals die jetzige Oberliga. Mhm. Und insofern ist das für mich kein Neuland. Ich habe mich immer weiterhin dafür interessiert. Was in der Oberliga Hamburg halt los ist. Ich finde das eine super interessante Liga mit vielen, vielen Stadtteil-Derbys, die du dann hast, sei es Teutonia gegen Altona. Also da ist unheimlich viel Reiz drin. Wenn ich bei gewissen Spielen war, da hast du auch gesehen, dass die Zuschauer das auch annehmen, glaube ich, dass sie da auch Bock drauf haben. Und ich freue mich da tierisch drauf. Also das ist für mich kein Neuland. Ich habe mich da immer für interessiert und ich wusste immer irgendwie, was in der Oberliga Hamburg los ist. Das ist ja auch die Berichterstattung dann in Mopo und Bild-Zeitung oder Nordsport oder Sportmikrofon. Ist ja auch, wenn man sich dafür interessiert und regelmäßig diese Zeitung liest, dann bist du einfach gut informiert. Und insofern wird mich definitiv nichts überraschen. Ja, das ist wunderbar. Wie schaut es denn aus? Glaubst du, dass Buchholz sich nicht nur behauptet, sondern dass es vielleicht irgendwann den Aufstieg schaffen kann? Ja, Selmo hat ja gesagt, er will immer Meister und Pokalsieger werden. Ja. Ich bin totaler Pokalfan. Ich glaube, du musst 6-mal gewinnen im Otzer Cup und dann hast du vielleicht das große Los, was ja jetzt Dassendorf dann hoffentlich bekommt. Es gibt Mannschaften, die jetzt wesentlich ambitionierter sind als wir, auch von den wirtschaftlichen Gegebenheiten. Gleichwohl habe ich da unheimlich viel Spaß dran, wenn wir eine gute Spielidee haben, wenn wir eine gute Mentalität an den Tag legen. Glaube ich, dass wir dem einen oder anderen von den vermeintlich Großen vielleicht mal ein Bein stellen können und dann liegt es ja an uns, dass wir die Spiele, die wir gewinnen müssen, um eine gute Tabellensituation hinzubekommen, dass wir die gewinnen. Und dann hast du gegen die Großen der Liga dann immer nochmal die Sahneschnittchen, wo du dann den hoffentlich schwer auf den Magen legen kannst. Nichts ist unmöglich. Das stimmt. Nichts ist unmöglich, genau. Und ich habe ja heute gelesen, tatsächlich erst auf dem Weg hierher, der Lüneburger SK hat sich ja bei dir bedankt für die Glückwünsche und hofft, wie man so hört, ja auch, dass man mal wieder aufeinander trifft. Ja, ich habe schon Kontakt gehabt zum Thomas Oelkers, dem Assistenztrainer von Rainer Zobel. Und da haben wir zumindest schon mal die Absicht geklärt, dass wir erstmal in aller Freundschaft gegeneinander spielen. Und aber ich sag mal, wir brauchen in Buchholz sicherlich, müssen wir die Trauben auch nicht so hochhängen, dass wir jetzt eben sagen können, du musst ja auch erstmal. Also selbst wenn dieses Jahr die Trauben so tief gehängt, dass ihr auch nicht mehr so hochhalten müsst. Genau. Also ich glaube, dass man sich dann schon irgendwie ein Stück weit auch auf Augenhöhe treffen könnte, selbst wenn man nur in der Freund- oder Freundschaftsspiel macht. Aber für uns geht es in erster Linie. Im letzten Jahr wollte Buchholz 08 einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Das möchte ich ein bisschen ambitionierter machen. Ich möchte mit der Mannschaft dann schon irgendwie unter die ersten 6 kommen. Die Tops, die ersten 6 da... Deshalb sage ich ja, hoffentlich sind wir für den einen oder anderen Großen eine bittere Pille im Napf der Oberliga. Schönes Schlusswort, oder? Ja, schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du so spontan und so freundlich zugesagt hast. Das war eine große Freude.
auch offen ausgesprochen hast, was beim HSV nicht so gut lief. Ne? Das ist ja, weil ich bin ja ein Mann der klaren Worte und ich freue mich, wenn die Gäste dann auch klar Position beziehen. So gesehen ist es für die Zuschauer hier im Saal und für die Zuschauer am Monitor natürlich immer interessant, solche Gäste zu haben. Ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich, ohne vorher natürlich nicht zu vergessen, auch dir, die heiße Kaffeebohne, Domino, Espresso, natürlich auch mit der kleinen Handschelle versehen, wow, na, zu überreichen, nachdem du wieder befreit bist, ja. Und deshalb rufen wir voller Imbrust Nadine! Applaus, Applaus, Applaus! Und dann recht herzlichen Dank an unseren Marinos Bester! Applaus, Applaus! Und dann ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass wir das gegenteilig machen als alle anderen Talksendungen, denn wir gehen nicht in die Sommerpause. Sommerpause ist was für Tussis. Richtig, genau. Das heißt, wir machen weiter im Juli. Natürlich, durchgehend. Und im August. Wenn wir sagen, der erste Montag im Monat, dann wird das gemacht. Wir haben einmal eine Ausnahme gemacht und da war das der Ostermontag und das hatten wir dann Verständnis, dass Leute noch mit der Familie in Urlaub sind. Aber ansonsten wird das durchgezogen, egal, gnadenlos, der erste Montag. Montag im Monat ist Kalles Halbzeit im Verlies. Und damit verabschieden wir uns für damit heute. Verabschieden wir uns. Mein lieber Marinos, hat mich recht herzlich gefreut. Mein Danke. Guter, muah, mal wieder. Und vielen Dank an die Zuschauer, an den Monitor und hier im Saal. Marinos, recht herzlichen Dank. Applaus, Applaus, Applaus. Okay. Sind wir durch?